Frau Schmidtmann, haben Sie sich ein wenig beruhigen können? Ich möchte einfach nur noch zu meiner Tochter, bitte. Ja, wir müssen zunächst erstmal die Befragung fortsetzen. Wir waren ja gerade an der Stelle angekommen, wo Sie gerade ins Büro reingekommen sind und Ihren Vermieter gesehen haben. Was ist dann passiert? Naja, ich bin halt hoch die Treppe und das Erste, was ich gesehen habe, waren seine Beine. Und Herr Auerbach? Herr Auerbach? Das sah so furchtbar aus und auch dieses Ding, was in ihm steckte. Herr Auerbach, hören Sie mich? Hallo, Hilfe! Herr Auerbach, hören Sie mich? Ich wusste halt nicht, was ich machen sollte und ich wollte irgendwas machen und habe in dem Moment vielleicht aus dem Effekt heraus einfach den Brieföffner aus seiner Brust gezogen. In dem Moment stand auf einmal die Putzfrau hinter mir. Und jetzt wird es mir auch klar. Sie hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte ihn umgebracht, aber ich habe das wirklich nicht. Ich wollte ihm nur helfen. Ich wusste halt in dem Moment, ich stand unter Schock, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Zu einem gewissen Zeitpunkt der Vernehmung sah mich mein Kollege an und ich wusste, dass wir jetzt die Good Cop, Bad Cop Taktik anwenden, sondern ich natürlich wieder der Bad Cop war. Von daher habe ich die ganze Sache einfach nur noch gesteigert und bin sie offen und aggressiv angegangen. Was soll denn mit alle was Sie uns hier erzählen? Ja? Kaltblütig immer mit einem abgebrochenen Brief stechen. Ich war das und dann nicht. Dann ziehen Sie das Ding da raus. Sie müssen noch wissen, dass es da noch viel, viel schlimmer wird. Aber auf die Idee, den Notarzt zu rufen, da kommen Sie nicht. Ich stand unter Schock. Schock. Ich wusste nicht, was ich machen wollte. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte nur helfen. Ich könnte niemals jemanden umbringen. Wissen Sie, was mir gerade auffällt? Ihr Temperament. So wie Sie hier bei uns reagieren, so wie Sie hier auftreten, Sie haben so von der Situation reagiert. Es gab Streit, dann haben Sie einfach sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Dann haben zugestochen, so war es doch. Wir haben nicht gestritten. Wie oft soll ich es Ihnen das noch sagen? Frau Schmidtmann, ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich großer Druck momentan für Sie sein muss. Die ganze Situation, die Leiche, die Kündigung. Und ich möchte Sie gerne noch mal auffordern, mit uns einfach zusammenzuarbeiten. Also sprechen Sie sich doch einfach noch mal aus der Seele raus, was Sie alles wissen über das, was sich zugetragen hat. Naja, dieses Kündigungsschreiben, das haben ja auch die anderen Mieter bekommen. Im Prinzip ist es so, die meisten sind schon älter und ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich darum, ich würde mit dem Herrn Auerbach sprechen. Schatzi, ich muss mal eben darüber gehen zu den beiden. Okay, da vorne, genau. Ich spreche kurz mit denen wegen unserer Wohnung. Ich bin gleich wieder da, ja? Okay, du wartest hier so lange, ja? Dann fahren wir gleich in den Kindergarten. Mir fällt nur ein, da war eine Frau, die sich mit ihm gestritten hat. Und Sie ziehen das mit mir zusammen durch? Auf keinen Fall mache ich das. Aber hundertprozentig wird das so gemacht. Ich bin aus der Sache raus. Entschuldigung, Herr Auerbach, ich muss nur Frau einmal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ja, das glaube ich Ihnen. Die ganzen Sachen liegen dem Kündigungsschreiben bei. Sie können sich das angucken. Deswegen möchte ich mit Ihnen dann einmal sprechen. Dann vereinbaren Sie bitte einen Termin. Bitte gehen Sie jetzt. Ich habe keine Zeit. So viel Zeit habe ich auch nicht, Herr Auerbach. Ich müsste wirklich Herr Auerbach, ich bin mit Ihnen noch nicht fertig. Na ja, und dann bin ich halt wieder ins Auto und habe nur noch mitbekommen, wie diese Frau ganz laut rief, ich mach da nicht mehr mit oder irgendwie sowas. Eine Frau? Haben Sie einen Namen für uns? Nein, ich kenne diese Frau nicht. Sie war schick gekleidet, schlank, dunkle, lange Haare, dunkelblond, braun. Aha. Der Kollege sucht Ihnen gerade ein Bild raus. Schauen Sie sich das Bild mal an und sagen Sie uns mal, ob es sich bei der Dame um diese Person gehandelt hat. Ja, ich glaube schon. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das war. Es passiert ja nicht selten, dass Tatverdächtige den Verdacht auf einen anderen lenken, um sich selber zu schützen. Ich fand es jedenfalls merkwürdig, dass die Frau Schmidtmann erst so spät mit der Geschichte um die Ecke kam. Sind natürlich Sachen, die müssen wir überprüfen. Aber Sie sind noch lange nicht raus aus der Nummer. Sie sind immer noch Tatverdächtige für uns und Sie bleiben auch noch eine Weile hier. Inzwischen ist auch die Mitarbeiterin des Mordopfers auf der Wache eingetroffen. Sie war zunächst telefonisch nicht zu erreichen. Hallo, Tanja Behnke. Borax. Sie hat mich angerufen. Nehmen Sie Platz. Ist alles in Ordnung? Naja, ganz in Ordnung könnte man jetzt nicht so direkt sagen. Wir haben eine etwas traurige Nachricht für Sie, Frau Behnke. Und zwar geht es um Ihren Chef, Jens Auerbach. Den haben wir heute tot in seinem Büro vorgefunden. Was? Was passiert? Er spricht einiges dafür, dass es Mord gewesen ist. Und wir haben da eine Stichwunde gefunden, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Todesursache ist. Genaueres wird natürlich die Gerichtsmedizin ergeben. Oh Gott. Frau Behnke,
Wie haben Sie sich denn mit Ihrem Chef verstanden? Gab es irgendwelche Streitigkeiten? Nein, wir hatten ein positives, eher freundschaftliches Verhältnis zueinander. Streitigkeiten gab es schon manchmal in der Sache, aber eher beruflicher Sicht und zwar ohne große Emotionen. Das Büro des Herrn Auerbach war durchwühlt. Könnten Sie sich vorstellen, was der oder die Täter da eventuell gesucht oder mitgenommen haben? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Frau Behnke, zeigen Ihnen mal ein Foto der Tatwaffe. Ja, gucken Sie sich das mal an. Was fällt Ihnen dazu ein? Das ist jetzt ein etwas unschönes Foto, Frau Behnke. Ist das das Blut von meinem Chef? Ja, davon können wir jetzt erstmal ausgehen. Wir sehen, das ist jetzt ein Brieföffner. Ist das ein Brieföffner von Ihnen, von Ihrem Chef oder bei Ihnen aus dem Büro? Ich weiß es nicht. Können Sie uns gar nichts zu dem Brieföffner sagen? Mm-mm. Frau Behnke, bei aller Emotion, es gab ja da so eine Kündigung. Können Sie mir dazu vielleicht irgendetwas sagen? Das war alles eine unschöne Sache, aber als im Keller des Mehrfamilienhauses Schimmel entdeckt worden ist, hatte Herr Auerbach einen Gutachter beauftragt, der die Bausubstanz überprüfen sollte. Der hat auch festgestellt, dass es wirklich Gift in der Wand gab und auch Risse. Und der Brandschutz war auch eine heikle Sache. Und aus dem Grund mussten nach Möglichkeit alle Mieter sofort raus, weil das ganze Haus musste kernsaniert werden. Und im Prinzip mussten alle Wände, die innen sind und nicht tragend sind, erstmal raus. Frau Behnke, Sie kennen ja Ihre Mieterin und auch Ihre Kundin, die Frau Schmidtmann. Ist Frau Schmidtmann verdächtig? Nee, das wissen wir noch gar nicht. Aber wir haben mitbekommen, dass sich heute Morgen ein kleiner Vorfall sich zugetragen hat zwischen der Frau Schmidtmann und den Herrn Auerbach. Können Sie uns dazu was erzählen? Ja, mein Chef und ich waren heute Morgen auf dem Weg ins Büro. Und deswegen, Frau Behnke, habe ich mir überlegt, weil Sie so eine wertvolle Mitarbeiterin sind und ich Sie so schätze, da würde ich gerne mit dem nächsten Projekt... Was ist denn da? Entschuldigen Sie mal, was war das denn bitte schön heute Morgen in meinem Briefkasten? Frau Schmidtmann, Ich beruhige mich überhaupt. Und was wollen Sie überhaupt? Gehen Sie mir aus dem Weg. Herr Auerbach, hallo dazu, die Kündigung. Machen Sie einen Termin und dann können wir weiterreden. Wir brauchen jetzt sofort einen Termin. Ich warte nicht. Bitte gehen Sie jetzt. Wir gehen. Herr Auerbach, ich werde zurückkommen. Das ist noch nicht gesprochen, das letzte Wort. Ich weiß nicht, was Ihr Problem war. Dann haben wir uns umgedreht und sind gegangen. Ich weiß nicht, wozu die Frau noch in der Lage gewesen wäre. Frau Behnke, jetzt bin ich ganz klein wenig verwirrt. Wir haben nämlich heute ein Gespräch mit der Sarah Schmidtmann geführt. Und sie hat uns gegenüber ausgesagt, dass Sie ein Problem mit Ihrem Chef Jens Auerbach wohl hatten und sich dort gestritten haben. Das ist eine Lüge. Wo waren Sie denn heute Morgen zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr? Ich war nur kurz im Büro und musste dann direkt zu einem Kundentermin. Warum waren Sie denn über Ihr Handy nicht zu erreichen? Ja, mein Akku war leer. Ich hatte zuerst gedacht, ich hätte mein Ladekabel zu Hause verloren. Letztendlich stellte sich aber heraus, es war die ganze Zeit unter dem Fahrersitz. Ich habe das Handy aufgeladen und dann habe ich die ganzen Anrufe gesehen. Was für ein Kundentermin ist das gewesen? Es ging sich um die Besichtigung einer Immobilie. Haben Sie denn mal die Daten von diesem Kunden? Weil wir müssten das schon überprüfen. Ich kann den Namen und Anschrift nennen, wenn Ihnen das hilft. Jetzt stand Aussage gegen Aussage. Eine Situation, die uns nicht neu ist. Es passiert sehr, sehr oft, dass die Beteiligten ihre Aussagen so darstellen, dass der jeweils andere der Verdächtige ist. Was dann kam, überraschte mich aber auch. Denn die alleinerziehende Mutter, unsere Tatverdächtige, war keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt. Sie hatte eine Akte bei uns. Gegen sie lag schon mal eine Anzeige vor. Frau Schmidtmann, es gibt eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar sind Sie ja für uns keine Unbekannte. In Ihrer Ermittlungsakte steht ja, dass Sie schon mal wegen Körperverletzung auffällig geworden sind. Zum Nachteil eines Herrn Peters, Herrn Bruno Peters, fällt Ihnen dazu was ein? Herr Bruno Peters ist mein Ex-Mann. Ja, dazu kann ich Ihnen gerne was sagen. Mein Ex-Mann meint es nicht zahlen zu müssen. Er will keinen Unterhalt zahlen für unsere gemeinsame Tochter. Wir haben uns vor 2 Monaten getroffen. Wir wollten alles in Ruhe klären. Und er war stur. Daraufhin habe ich ihn aus der Wohnung geschmissen und
Ja, er hat mich angezeigt. Angeblich hätte ich ihn die Treppe runtergeschmissen. Das habe ich aber gar nicht. Ich hab gar nicht die Kraft dazu, ihn die Treppe runterzuschmeißen. Das hat er sich alles nur ausgedacht. Ja gut, das scheint ja ein ziemlich heftiger Streit gewesen zu sein, Frau Schmidtmann. Und wir stellen uns jetzt die Frage, ob das genauso heftig gewesen ist wie heute Morgen, als Sie zu Ihrem Vermieter gegangen sind, um mit Ihnen über die Kündigung zu sprechen. Nein, wir haben uns nicht gestritten heute Morgen. Das hatte ich Ihnen auch vorhin schon erzählt. Das haben Sie uns erzählt. Wir haben allerdings auch mit der jungen Dame gesprochen, die Sie wiedererkannt haben auf dem Foto. Und sie hat uns bestätigt, dass Sie heute Morgen dort gewesen sind und beide angetroffen haben. Allerdings seien Sie aus dem Auto ausgestiegen, waren völlig aggressiv und sind Ihren Vermieter angegangen. Und haben ihn da auch, sind ihm körperlich angegangen und haben ihn sogar auch gedroht. Nein, nein, absolut nicht. Ich habe nicht gedroht. Ich war wirklich höflich und freundlich zu ihm. Es gab zwischen uns keinen Streit. Dann erzählt sie eine Lüge. Ich kann es mir doch gar nicht leisten. Ich meine, überlegen Sie sich mal, ich habe niemanden hier. Ich bin allein mit meiner Tochter. Wo soll ich so schnell hin? Ich würde doch alles verlieren, wenn ich sowas aufs Spiel setzen würde. Nein, das stimmt nicht. Wirklich nicht. Sie müssen mir glauben. Ich war ruhig und habe versucht, mit ihm ganz in Ruhe zu sprechen. Na ja, gut, Frau Schmidtmann. Aber das Gutachten, können Sie uns dazu noch mal was sagen? Ich kann Ihnen halt nur sagen, dass es in dem Gutachten steht, dass das Haus baufällig ist und angeblich kein Brandschutz vorhanden. Und Sie können das Gutachten selber sehen. Ich hab's ja zu Hause. Dann sagen wir jemandem Bescheid, der das abholt. Oder fragen Sie die Mieter, die können das auch bestätigen, dass das völliger Humbug ist. Es war nie ein Gutachter da, um sich das anzusehen. Also da ist was Faules dran. Also diese ganzen Sachen, die werden ja parallel von uns noch überprüft. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Aber ich denke, hier sind wir jetzt durch. Oder hast du noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Die Kriminalkommissare haben das Gutachten abholen lassen. Als Bora Aksu deshalb mit dem Sachverständigen Rücksprache halten will, nimmt der Fall eine völlig neue Wendung. Frau Schmidtmann, ja. Die hat ein ganz, ganz starkes Motiv und die hat uns angelogen. Naja gut, die Frau Tanja Beke scheint uns auch irgendwas zu verheimlichen. Die Vermieterin hat auch irgendwas von dem Gutachten erzählt. Mhm. Und aufgrund dieses Gutachtens hat der Mieter sie und all ihre Nachbarn gekündigt. Genau. Und dieses Gutachten haben wir inzwischen bekommen. Und den Sachverständigen, Erwin Görlitz, den habe ich auch angerufen. Und? Ich habe auch mit ihm gesprochen, beziehungsweise mit seinem Pfleger. Der Mann ist 93, der ist schon jahrelang in der Rente. Und dieses Gutachten hat er nicht erstellt. Das ist eine Fälschung. Ja, warum? Ich habe auch mit den anderen Mietern gesprochen, habe auch die meisten von denen erreicht. Und viele von denen sind schon jahrelang dort zur Miete, zahlen auch dementsprechend eine geringe Miete, im Verhältnis der Wohngegend natürlich. Was wäre denn, wenn der Vermieter, dieser Herr Auerbach hinter der ganzen Sache steckt, der versucht, auf diese Art und Weise die Mieter rauszubekommen, dann entweder die Immobilie zu verkaufen oder teuer zu sanieren, um sie dann gewinnbringend weitervermieten zu können? Daran habe ich auch gedacht, aber der Herr Auerbach ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich meine, geht so eine Betrügermasche auf? Ich meine, da hätte es ja eine Klage nach der anderen gegeben. Es hätte ja an Klagen gehagelt. Und das wäre Herr Auerbach um die Ohren geflogen. Ja, ja. Aber jetzt guck dir mal an, wer hätte klagen sollen? Die alten Leute, die 20, 30 Jahre da wohnen, die haben noch gar keine Ahnung. Und die haben noch gar nicht das Geld, einen Anwalt zu bezahlen. Na ja, gut, ich finde das Ganze ein bisschen ungeheuerlich. Aber auf jeden Fall habe ich noch ein paar konkrete Fragen an die Frau Tanja Behnke. Interessant war, dass die Tatverdächtige einen Streit mitbekommen haben will zwischen der Assistentin und dem späteren Opfer, bei dem es darum ging, dass sie an irgendeiner Sache nicht mehr mitmachen wollte, nicht mehr teilnehmen wollte. Ging es da eventuell um die Gutachtenfälschungssache? Frau Behnke, wir haben Neuigkeiten für Sie. Ah, okay. Und zwar haben wir mit dem Herrn Erwin Görlitz gesprochen. Mhm. Der Mann ist tatsächlich Sachverständiger, allerdings schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der Mann ist 93. Das ist eine Fälschung. Aber das kann doch überhaupt nicht sein. Ich meine, Herr Auerbach hat es doch selbst bei ihm in Auftrag gegeben. Das muss ein Missverständnis sein. Wenn Sie so eng mit Ihrem Chef waren, dann haben Sie von der ganzen Sache doch gewusst. Das können Sie uns doch nicht erzählen, dass Sie hier völlig unschuldig sind. Wir haben wirklich nichts gemacht. Ich meine, Herr Auerbach war wirklich ein aufrichtiger Mensch. Der hätte sowas nie gemacht. Oder soll ich mich so in meinen Chef getäuscht haben? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Frau Behnke, Sie kommen auf jeden Fall erstmal mit zum Erkennungstest.